Die Amtszeit des französischen Präsidenten François Hollande ist bald vorbei. Aber zuvor macht er eine Person noch sehr glücklich: Arnold Schwarzenegger. Denn der amerikanische Politiker und Schauspieler ist jetzt Kommandant der Ehrenlegion. Im Élysée-Palast wird ihm der Orden für sein Engagement für den Umweltschutz verliehen. I feel very honored that President Hollande has given me this Legion of Honor. Ich fühle mich sehr geehrt, dass Präsident Hollande diese Auszeichnung überreicht. Ich weiß, dass es die höchste ist, die man in Frankreich bekommen kann. Also fühle ich mich sehr geehrt, da ich sie aufgrund meiner Arbeit am Umweltschutz erhalten habe. 7 Millionen Menschen sterben jährlich aufgrund der Umweltverschmutzung. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Treibhausgase reduzieren und auch die Umweltverschmutzung. Wir können das, weil es menschengemacht ist. Wir haben dieses Chaos erzeugt und jetzt müssen wir es loswerden. Also habe ich dem Präsidenten erklärt, dass ich alles in meiner Macht Stehende tun werde, um für eine saubere Umwelt zu kämpfen und die Umweltverschmutzung zu beseitigen und dafür kämpfen, was er auf der Klimakonferenz 2015 in Paris angeführt hat. Es ist egal, wer dabei anführt, wer der Präsident ist oder wer das Land regiert. Wir werden erfolgreich voranschreiten. Vielen Dank, dass Sie heute alle hier waren. Thank you very much all of you for being here today. Hasta la vista, baby. And I'll be back. Thank you. Thank you very much. Thank you. Seit seiner Amtszeit als Gouverneur in Kalifornien setzt sich der gebürtige Steirer vermehrt für den Umweltschutz ein.